Hallo und herzlich willkommen zu meinem Q&A. Ja, ihr habt den Film geklickt, den allermeisten von euch hat er auch gefallen, das freut mich voll. Ich war beim Dreh nämlich auch persönlich berührt und wenn sich das an den Zuschauer überträgt, ist das natürlich immer sehr schön. Ja, ich würde jetzt noch ein paar offene Fragen beantworten bzw. ein paar Kritikpunkte adressieren und leg gleich mal los mit einem Fehler, den ich gemacht habe, wo mich unter anderem Isa KLS darauf hingewiesen hat. Die schreibt nämlich, die Schilderung der Pflegestufen ist leider veraltet. Seit 2017 gibt es das neue Begutachtungsassessment. So wurden aus 3 Pflegestufen die heutigen 5 Pflegegrade. Genau, und ich habe im Film gesagt, es gäbe 5 Pflegestufen. Dabei gab es mal 3 Pflegestufen und jetzt sind es 5 Pflegegrade. Genau, also da hatte ich die falsche Terminologie benutzt. Ja, entschuldige dafür. Dann schreibt Enion23, schade auch, dass man einen Menschen mit Demenz beim Waschen zeigt. Ethisch doch eher fragwürdig. Genau, an der Stelle würde ich vielleicht nochmal klarifizieren, wie dieser Dreh zustande kam. Wir haben das jetzt im Film nicht gezeigt, aber sowohl die Frau von Herrn B. als auch die Tochter von Herrn B. waren vor Ort und haben eben vorher mit Herrn B. gesprochen und gefragt, ob das für ihn in Ordnung ist. Und zu jeder Zeit war auch klar, dass wenn wir irgendwie merken, dass Herr B. sich unwohl fühlt, wenn er irgendwas äußert, dass wir das dann auch abbrechen. Und wie gesagt, waren eben auch die beiden Verwandten da, um das so ein bisschen zu überwachen. Und ja, dementsprechend haben wir uns nicht nur auf die Aussagen von Herrn B. selbst verlassen, sondern eben auch auf die der Familie. Und außerdem haben wir uns natürlich auch bemüht, dass wir jetzt keinen Intimmoment dieser Pflege irgendwie zeigen, sondern haben da immer auf die Kameraeinstellung geachtet, dass man zwar irgendwie dabei ist mit der Kamera, aber trotzdem jetzt nicht genau sieht, was wir da machen. Genau, dann hat Biathlon-Fan geschrieben, das soll dieses wichtige Thema in keinster Weise hinten anstellen, aber insbesondere, wenn man mit einer solch risikobehafteten Gruppe im eigenen Haushalt gedreht, wäre es schön, wenn auf einen korrekten Sitz der Maske geachtet wird. Ja, da muss ich mich an der Stelle entschuldigen, ich habe das in der Situation nicht gemerkt, dass meine FFP2-Maske nicht richtig saß. Wir haben natürlich sowohl am Drehtag als auch davor Schnelltests durchgeführt. Die allermeisten, wenn nicht sogar alle der Menschen, die wir hier besucht haben, waren auch geimpft. Und wir haben auf die Abstandsregeln geachtet. Soll jetzt nicht heißen, klar, so eine FFP2-Maske soll trotzdem richtig sitzen. Ja, da werde ich dann das nächste Mal noch besser drauf achten. Lise Lotte schreibt, bei mir ist eigentlich schon Schluss, als der Satz fällt, die Zeitvorgaben gibt der Pflegedienst vor. Nein, kein Pflegedienst würde diese absurden Zeiten anordnen. Die gibt das XY-Pflegegesetz und die Pflegekasse vor. Ja, das ist auch richtig und eigentlich wollte ich das auch genau so in meinem Film transportieren. Das ist dann vielleicht nicht richtig gelungen, dann klarifiziere ich das an der Stelle auch nochmal. Es ist schon so, wie ich gesagt habe, dass der Pflegedienst die Zeiten vorgibt. Die müssen sich aber natürlich eben, die müssen eben sehr, sehr knappe Zeiten wählen, damit der Einsatz wirtschaftlich bleibt, weil sie eben nur einen gewissen Geldbetrag von der Pflegekasse kriegen. Dass die Pflegedienste grundsätzlich daran interessiert wären, mehr Zeit ihren Mitarbeitern zu geben, das stimmt, ist aber eben durch dieses Gesetz leider nicht gegeben oder durch den Betrag, den sie von der Krankenkasse kriegen. Dann schreibt Ulrike G., ein Film, der grundsätzlich von der falschen Annahme ausgeht, dass nur alte Menschen gepflegt werden müssen. Ja, das stimmt. Man hätte vielleicht noch genauer sagen können, dass auch jüngere Menschen gepflegt werden. Ich habe das in dem Fall nicht getan, einfach weil wir nur einen gewissen Satz an Menschen besucht haben in den 2 Tagen und da war der Jüngste eben erst 55. Aber es ist natürlich richtig, dass auch jüngere Menschen auf Pflege angewiesen sind. Dann hat Miriam Kircher geschrieben, so schön die Reportage ist, bitte sagt nicht Windeln wechseln. Auch das ist die Form von Respekt, die Pflegekräfte und der Rest der Gesellschaft alten Menschen entgegenbringen müssen. Ja, an der Stelle muss ich sagen, dass ich mir da vorher überhaupt keine Gedanken drüber gemacht habe. Insofern bin ich sehr dankbar für diese konstruktive Kritik. Wenn ich nochmal in diese Situation komme, so eine Pflege zu beschreiben, dann werde ich die Terminologie so nicht mehr benutzen, sondern werde eben nicht Windeln wechseln sagen.
Ja, man lernt immer dazu und mir ist auch klar, warum das vielleicht nicht so gut ist, das so auszudrücken, habe ich aber in dem Moment nicht so dran gedacht. Genau, und dann hat noch Caroline geschrieben, es kam aber auch öfters, wie kann es sein, dass die Auszubildende allein unterwegs ist? Hier kann ich erstmal dazu sagen, dass Tanja ja trotzdem auch schon im zweiten Lehrjahr ist und die Touren natürlich anfangs immer mit einer Pflegeperson, mit einer Fachkraft zusammengefahren ist. Es ist auch so, dass Tanja natürlich keine Spritzen geben darf und auch gewisse andere Sachen, die man jetzt erst als ausgebildete Pflegekraft darf, die darf Tanja nicht vornehmen. Grundsätzlich hat sie mir aber gesagt, dass sie sehr froh darüber ist, dass sie eben alleine jetzt auch schon Touren fahren kann, einfach weil sie sich das zutraut und der Pflegedienst ihr das auch zutraut. Und das ist gesetzlich auch so in Ordnung. Genau, ja, das waren jetzt so die Kritikpunkte, die ich unbedingt noch adressieren wollte, beziehungsweise die Fragen, die ich noch beantworten wollte. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit reinbringen und freue mich schon auf das nächste Video.